Creativity Round, mijn naam is Waber. Weer, het is Old Bettler. Ik neem het morgen rausgekomen. Ik zeg het euch jetzt bestimmt, der Peach heeft wieder zugenomen. Dat stimmt natuurlijk. Aber ich bin eben nicht so faul wie alle anderen. Die bekommen eine Figur mit auf die Welt und die meisten behalten die im Laufe ihres Lebens. Ich habe mich nie verdoppelt. Das ist eine Leistung. Aber es ist ja so. Kollegen, Sie haben schon langsam Angst, dass ich nicht mit Kleider reinkomme. Und ich sage Ihnen dann schon, ja, das müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich warte jetzt einfach, bis die Ponchos in Mode sind. Aber ein bisschen selber Angst habe ich schon auch, weil ich Angst habe, dass ich nicht in den Himmel komme, wenn ich mal muss gehen. Weil ich Angst habe, dass ich in mein Ozonloch durchpasse. Heutzutage muss man natürlich gut aussehen, vor allem für die vielen Selfies. Wer macht alles Selfies? Mit dem Selfie-Stick. Und dann tut man sie schön auf Facebook posten, nicht wahr? Und ich habe mir mal überlegt, wenn so in 1000 Jahren die Menschheit dann all die Facebook-Selfies findet, die haben das Gefühl, die Menschheit stammt von Enten ab und man hat das ganze Leben im Badzimmer verbracht. Aber das mit jeder Peinlichkeit an die Öffentlichkeit bringen, das ist schon lange kein Problem mehr von Facebook. Das ist überall jetzt so. Das letzte bin ich durch die Grenze gelaufen, hat dort eine Pizzeria, das Mozzini. Und sogar der hat jetzt angeschrieben, mit wem das er so ins Nest geht. Steht dort auf der Tafel, grosse, grosse Buchstaben, Penne mit Gorgonzola. Ihr wisst ja sicher, dass ich seit Jahren versuche, Gedicht zu schreiben. Das klingt mir mehr oder weniger. Ich habe jetzt hier für heute ein paar Gedichte geschrieben. Vielleicht klingt mir jetzt hier der Durchbruch. Ein Männlein steht im Bettloch ganz still und stumm. Es steigt eine Menschenmenge um ihn drumherum. Plötzlich gibt es einen Kopf und es macht kabum. Das Männli explodiert, das ist der dumm. Sie ist noch nicht fertig. Es ist nicht etwa Terror, muss gar nicht erst wegen rennen. Es ist nur das traditionelle Bettlerbüg für Brünnen. Nein, Sir. Da schaut man ja alle in die alten YouTube-Videos von letztes Jahr an. Verwünschst du zu viel K.O.-Tropfen? Willst du gleich mal liegen? Die grippt den Zug, die wird nicht müde und lässt sich drum laufen. Ehrlich muss ich dann noch. Jetzt ist mir dahinter in der Garderobe ist mir gerade noch spontan einer in den Sinn gekommen. Ich habe gehört, es hat ein Problem mit der Billie heute Abend. Das Gewicht 2016 hat aus allen Vorgängigen rausgestochen. Der Zuschauerrekord haben wir klar und deutlich gebrochen. Zwei Tickets für den gleichen Platz müssen euch geringer nicht eindeutschen. Dank der Chef vom Gewäsch müsst ihr halt ein bisschen zusammenrutschen. Ihr wisst ja, dass ich gleich bin nicht mehr der Jüngste. Meine Karriere neigt sich langsam am Ende entgegen. Aber ich habe Ausschau gehalten nach neuen Talenten und ich habe sogar einen gefunden, der gleich heisst, besser aussehen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen lustiger ist. Viel Spass mit dem jungen Weber.